Hallo und herzlich willkommen bei Löw TV. Mein Name ist Nina Krämer und ich melde mich heute aus dem Palais Montgelas im Hotel Bayerischen Hof in München. Hier findet heute die Buchpräsentation von Peter Löws neuestem Werk Jungenhaft statt und ich lade Sie herzlich dazu ein, uns durch den Abend zu begleiten. Als Location für die Podiumsdiskussion und Buchvorstellung für die rund 50 geladenen Gäste wurde der Königssaal gewählt. Zu Beginn der Veranstaltung wurde zum lockeren Empfang im Foyer des Saals geladen. Anschließend wurde neben dem neuen Buch Jungenhaft außerdem die bereits erschienenen Bücher Flusenflug und Der Freund besprochen. Heute Abend stehen im Zentrum zunächst die drei Bücher. Jungenhaft und Flusenflug gehören zusammen. In der Filmbranche spricht man von einem Prequel, wenn ein Buch schon da war und der Autor sich dann oder der Filmemacher sich dann entscheidet, vielleicht die Geschichte davor auch noch zu erzählen. Das Wort Hybris kommt in Ihren Büchern gelegentlich vor. Und ich würde Sie gerne fragen, gehören Erfolg und gelegentlicher Größenwahn zusammen? Braucht es einen bis an Selbstüberschätzung reichenden Mut, um erfolgreich zu sein? Oder anders, muss man ab und zu mal Vollgas geben? Also der Begriff der Hybris taucht nicht umsonst auf, sondern man muss ja auch mit gewisser Selbstkritik an sein eigenes Handeln rangehen. Den Bereich vor der Hybris oder die Grenze zur Hybris zu finden, ist einerseits vielleicht auch eine gewisse Erfahrung, ist andererseits auch ein Glück, dass man eben nicht sich von der Welle zu sehr mitreißen lässt, sondern auch immer wieder weiß, wo man wieder ein bisschen gegensteuern muss. Und in manchen Fällen ist es mir gelungen, in einigen aber auch nicht. Darüber reden wir gleich noch. Darüber hinaus gab Peter Löw auch einen Ausblick auf zukünftig erscheinende Werke. Tatsächlich aber stehen es doch noch ein oder zwei Bücher an. Seit einiger Zeit sitze ich schon an einer Übersetzung des Korans. Im Rahmen dieses größeren Projektes, das sicherlich noch anderthalb Jahre dauern wird, habe ich eben festgestellt, dass im Koran immer die Rede war von dem Evangelium, das Diatessaron, das im 2. Jahrhundert nach Christus ein Herr Tatian, so heißt er, geschrieben hat, oder ein großer Visionär, der sagte, warum brauche ich vier Evangelien? Das ist doch für die Verbreitung des Evangeliums schlecht, es ist doch nur eine Geschichte, und hat daraus ein Evangelium gemacht. Was wir auch wissen, ist ungefähr, wie er diese Harmonie aufgebaut hat. Und ich habe mir jetzt gesagt, ich möchte auch für den deutschen Leser jetzt das Buch insofern rekonstruieren, indem ich die kanonischen Texte, die sich die letzte Bibelrevision ergeben hat, als Grundlage nehmen und nach dem Aufbauschema von Tatian mit den neuen übersetzten Sätzen sozusagen wieder ein einzelnes Evangelium wieder zusammenzubauen. Ich habe jetzt auch deswegen das eine oder andere Gespräch im Vatikan. Müssen Sie mal gucken, die haben auch relativ gut wissenschaftliche Abteilungen, die sich damit beschäftigen, und mal schauen, dass wir da Anfang des nächsten Jahres was damit rauskommen. Zum Abschluss des Gesprächs mit Literaturagent Günther Berg las der Autor eine kurze Passage aus seinem Werk. Ignorieren war jedenfalls keine Alternative, denn es war ja gerade zweck des Handys, das Tor zur Welt außerhalb dieses Raums und außerhalb dieses Gebäudes zu sein. Der anschließende Stehempfang mit einem von Sternekoch Heinz Hanner konzipierten Flying Buffet bot die Gelegenheit, sich auszutauschen und den Abend ausklingen zu lassen. Wer mehr über die von Peter Löw veröffentlichten Bücher erfahren möchte, wird fündig unter www.literaturlöw.de.